Okay, letzte Teilaufgabe von dieser anspruchsvolleren Aufgabe zu Baumdiagrammen und Pfadregeln. Wir haben eine Keksdose mit zwei Schokoplätzchen, drei Vanillekipferln und vier Doppelkeksen. Wir ziehen dreimal, ohne zurückzulegen, und wollen jetzt die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses berechnen, dass wir bei diesem Vorgang genau drei verschiedene Leckerlis kriegen. Also Schoko, Vanille und Doppelkeks, alles drei soll dabei sein. Dann schreiben wir doch einfach mal das Ereignis Groß D in Mengenschreibweise auf. Das könnte sein. Schokokeks, Vanillekipferl, Doppelkeks. Oder Schokoplätzchen, Doppelkeks, Vanillekipferl. Und jetzt müssen wir das alles durchspielen. Und dann sieht man, das sind sechs mögliche Ausgänge, die dieses Ereignis hier bilden. Und jetzt müssten wir tatsächlich dieses Monsterbaumdiagramm nehmen und all diese Wahrscheinlichkeiten ausrechnen mit der ersten Pfadregel und dann die zusammenzählen. Und jetzt versuchen wir das aber mal ohne Baumdiagramm. Das wäre jetzt die höchste Stufe. Wenn man mal eine genügende Anzahl von Baumdiagrammen gezeichnet hat, kann man auch, wenn man sich das ein bisschen vorstellt, das ohne Baumdiagramm lösen. Aber es wäre natürlich nicht verboten, das Baumdiagramm zu zeichnen und alles abzulesen und zu addieren. Aber wir probieren es mal anders. Nach der zweiten Pfadregel, Summenregel, muss ich diese Einzelwahrscheinlichkeiten hier am Ende zusammenzählen. Jetzt gucken wir mal. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich im ersten Zug ein Schokoplätzchen ziehe? Wir haben zwei Schokoplätzchen von 9, macht doch 2 Neuntel. Dann, das kann ich schon mal hinschreiben. Im nächsten Zug habe ich nur noch 8 Leckerlis insgesamt. Ich habe ja eins rausgezogen, lege es nicht zurück. Das soll in dem Fall ein Vanillekipferl sein, also steht hier eine 3. Dann habe ich nur noch 7 insgesamt beim dritten Zug. Der dritte Zug soll ein Doppelkeks sein, davon habe ich 4. Also wäre das doch, versucht euch das Baumdiagramm vorzustellen, nach der ersten Pfadregel die Wahrscheinlichkeit für Schokoplätzchen, Vanillekipferl und Doppelkeks. Jetzt machen wir das Gleiche für Schoko, Doppel und Vanille. Dann weiß ich, hier unten steht auf jeden Fall wieder 9 mal 8 mal 7. Ist ja dasselbe Argument. Am Anfang habe ich 9 Leckerlis, dann nur noch 8, dann nur noch 7. Was steht oben? Schokoplätzchen, zwei Möglichkeiten. Doppelkeks, 4 und Vanillekipferl im dritten Zug, drei Möglichkeiten. Das ist ja genau die gleiche Zahl, weil die 4 und die 3, die kann ich vertauschen. Und tatsächlich wird bei all diesen sechs Wahrscheinlichkeiten immer die gleiche Zahl rauskommen. Machen wir zur Probe noch das letzte. Erster Zug Doppelkeks, 4 Neuntel. Dann zweiter Zug Schokoplätzchen, 2 Achtel. Und letzter Zug Vanillekipferl, 7 habe ich noch insgesamt, 3 Siebtel. Und tatsächlich, oben steht wieder 4 mal 2 mal 3. Das ist 24, genauso wie 2 mal 3 mal 4 24 ist und 2 mal 4 mal 3 auch 24 ist. Das heißt, bei all diesen sechs verschiedenen Ausgängen habe ich immer die gleiche Wahrscheinlichkeit. Nämlich diese hier. Jetzt alles auf einen Bruchstrich geschrieben, dann entweder direkt zum Taschenrechner greifen oder vorher noch kürzen. Dann kriege ich hier die 3, hier die 2 und dann kann ich tatsächlich noch diese 6 mit dem 3 mal 2 unten kürzen und es bleibt 2 Siebtel übrig. Und das wären dann mit dem Taschenrechner ungefähr 28,6%. Also was man hier lernen kann, ist, Baumdiagramme sind schön und gut. Wenn man das allerdings durchstiegen hat, was da passiert, kann man durch reines Nachdenken, ohne sich kaputt zu zeichnen und hier systematisches Aufschreiben, dann doch ein bisschen schneller zur Lösung kommen. Das wäre jetzt aber auf dem Niveau von Klasse 8 schon eine der schweren Aufgaben. Das kann man definitiv sagen. Also wenn ihr so ein bisschen Baumdiagramme zeichnen könnt und die beiden Pfadregeln verstanden habt, ist das schon mal eine sehr gute Grundlage für die nächste Klassenarbeit und auch für später, weil das Stochastik wird euch bis zum Abitur begleiten. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.